Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem neuen Teil von Obduction. Im letzten Teil haben wir den ersten Baum mit Wasser versorgt und sollen nun die anderen drei Bäume in den anderen Welten auch aktivieren. Wir waren beim Baum unten, haben da drei Portale gefunden, konnten da leider nichts machen. Ich habe schon eine kleine Idee, wie wir weiterkommen könnten. Und da gehen wir doch jetzt mal hin. Was ich auch noch rausgefunden habe, leider etwas spät. Bis jetzt sind die ganzen Aufnahmen ja leider side by side. Das heißt, ihr seht jeweils beide Bilder von beiden Augen. Ich habe es jetzt endlich geschafft, dass ihr auch nur ein Bild habt. Es wäre eigentlich so einfach gewesen. Ging jetzt halt eine Weile. Für alle, die es interessiert, es gibt nämlich für Oculus eine kleine Software, die nennt sich Oculus Mirror. Mit der kann man auf dem Desktop das Bild vom Spieler betrachten und darin ist effektiv nur das einzelne Bild zu sehen und nicht wie bis anhin das Side by Side. Und ich habe das ins OBS einfach mal übernommen und ja, jetzt habt ihr auch ein schönes Bild. Wünschte mir, ich hätte das früher rausgefunden, aber sei es drum. Wir spielen weiter. Wir gucken mal, wo wir gerade stehen. Hö? Wer bist du? Was willst du? Geh weg. Meine Hände hier. Spiel fortsetzen. Ja, hier sind wir in der Höhle mit dem Baum, den haben wir aktiviert. Hier sind die drei Durchgänge für die zu den anderen Portalen. Da kommen wir aber nicht weiter, also gehen wir hier mal schnell wieder raus. Hier hoch. Bitte, bitte. Hier, let's kurz. So. Meine Idee wäre jetzt, wir haben ja mal noch ein anderes Portal gefunden in eine andere Welt. Und vielleicht jetzt, wo der Baum aktiviert ist, vielleicht kommen wir da jetzt weiter. Vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Und zwar war das hier hinten, glaube ich. Genau, hier unten. Da war dieses Dingens. Das aktivieren wir mal schnell. Bitte, bitte. Und sind jetzt in der anderen Welt. Hier waren wir schon mal. Und zwar, wo war das? Gibt es hier unten nämlich ein Tor? Das war bis jetzt zu. Und ist immer noch zu. Und wir können hier auch nichts machen. Okay. Scheint also so, als ging es hier doch noch nicht weiter. Ja, dann müssen wir wohl einen anderen Weg suchen.
Der Kollege aus dem Haus ist leider auch nicht sehr hilfreich. Der meinte bloß, ja, geh mal und aktiviere die anderen Bäume auch noch. Ja. Einfach gesagt. Hier haben wir sonst nichts mehr. Hier vorne war auch nichts, da war alles nur Sackgasse. Hier drüben war hier? Hier kommen wir wieder zurück. Zu dem Haus, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen oder so. Nicht sehr hilfreich. Gehen wir mal hier zurück. Was haben wir hier noch? Da geht's durch die Wand. Jetzt sind wir hier hinten. Nee, das nützt uns auch nichts. Gehen wir mal wieder zurück. Das war das. Hier haben wir den Wasserfall. Schauen wir doch noch schnell hier unten hin. Wo sind wir hier jetzt? Das waren wir hier schon? Ich weiß es nicht. Nö, hier waren wir definitiv. Noch nicht. Hier ist noch mal so ein Portal. Was ist das für ein Fahrstuhl? Oh. Da kommen wir jetzt runter. Das war. Ah, das war hier dieses Dingens hier, diese Müllkippe, was auch immer. Da kamen wir vorhin nicht hoch. Jetzt können wir da auch hoch und runter. Sehr schön. Tja, dann gucken wir doch mal, wo uns das Ding hier hinführt. Hallo Knopf. Ah, jetzt. Einmal geportet. Erinnert mich hier so mit den Ketten auf den ersten Blick irgendwie an God of War. Hier kommen wir nicht weiter, dann nehmen wir mal die andere Richtung. Ein Hebel.
macht gar nichts. Okay, dann gehen wir einfach so weiter. Einmal Abgrund, nee, boah. Sieht schon recht geil aus. Dann gehen wir mal hier. Ein Rät, nicht so nah. Jetzt haben wir das Ding aktiviert. Ich schätze jetzt mal, jetzt können wir mit dem Hebel die ganze Brücke drehen. Versuchen wir das doch mal. Nö. Können wir nicht. Es bewegt sich auf jeden Fall was. Oh, hier noch ein Hebel. Links, rechts, wir gehen mal rechts. Ich will darüber. Tata! Ein Pfeil oder was das auch immer ist. Noch ein Hebel. Hä? Ich weiß nicht. Muss das so? Ja, naja. Oha. Hier ist nix. Schmaler Pfad. Dem folgen wir doch mal. Die Dinger machen komische Geräusche. Naja. Oh, ein Haken. Ein Käfer, den haben wir schon einige Male gesehen. Was ist das hier für eine Zeichnung? Ein Fisch, Wasser, irgendwas, keine Ahnung. Noch ein Fisch, noch mehr Wasser. Hier ist sonst nichts. Wir folgen einfach mal dem Pfad hier. Oh, wo? Wo sind wir jetzt? Indiana Jones, der Tempel des Todes. Da der Käfer wieder. Sieht schon verdammt cool aus. Oh ja. Yeah. Ja, wo gehen wir jetzt als erstes hin? Oh, ein Laser, ein roter Laser. Den können wir bestimmt wieder ausschalten. Wir nehmen einfach mal das naheliegendste und gehen hier hoch. Also wenn die anderen drei Welten jetzt auch wieder so lang gehen wie die erste, glaube ich, sind wir noch eine Weile beschäftigt. Und wir gehen hoch und hoch und hoch und hier ist nix, nix, nix. Noch mehr Ketten. Noch so ein Haken.
Noch mehr komische Haken. Mann, ey, das ist hier alles so groß. Ich habe keine Ahnung, wohin ich gehen soll, was ich tun muss. Irgendwie. Ich fühle mich gerade ein bisschen verloren. Vor allem gibt es hier so viele Wege. Hier geht es wieder nach unten, da geht es nach hinten. Mann, Mann, Mann. Ja, gehen wir mal hier. Das ist einfach so, ja, schauen wir mal, wo wir hinkommen. Riesenmaschine. Die müssen wir bestimmt noch anschmeißen. Sieht schon verdammt cool aus. Ich mag ja solche Maschinen und so technisches Zeug irgendwie. Hier kommen wir nirgends hin. Wir versuchen mal die Treppe hier. Hier hinten ist nichts. Was ist denn das? Knochen. Hier hängt komisches Zeug. Und da liegt auch so komisches Zeug rum. Und da liegt der Haken im Weg, da noch mehr so Zeug. War das mal irgendein Vieh? Also hier auch nichts. Ich finde das immer ein bisschen mühsam. Hier gibt es so viel nix und so wenig. Ja. Hier zum Beispiel. Ja, hier können wir was tun. Da hängt eine Batterie. Das passt. Knöpfe. Oh. Wie zur Hölle. Okay, ich sehe schon. Ohne einen Plan haben wir hier keine Chance, das Ding irgendwie zu aktivieren. Hier gibt es einfach viel zu viele Möglichkeiten. Das heißt, wir müssen irgendwo einen Plan finden, wo drauf steht, wie wir das Ding einschalten oder so. Da klebt irgendein komisches Vieh wieder. Hier oben haben wir nichts. Oder noch nichts. Was haben wir hier hinten? Noch ein Weg. Ja, warum auch nicht? Noch mehr Wege. Noch eine Brücke. Eine Gondel. Die klemmt. Hier können wir noch nicht weiter. Die machen es einem echt nicht leicht. Aber ich muss ja sagen, von einem Studio wie Cyan, was damals Myst und Riven gemacht hat, habe ich eigentlich auch gar nichts anderes erwartet. Okay, das können wir auch noch nicht aktivieren oder so. Was haben wir hier? Ein Hebel. Zahnrad drauf.
Dann drehen wir hier mal. Oh. Oh. Sieht gefährlich aus. Ja. Dann versuchen wir es doch hier jetzt nochmal. Es bewegt sich auf jeden Fall. Gehen wir mal wieder hoch. Was passiert? Vielleicht können wir jetzt hier irgendwas. Oh. Hä? Das hat jetzt eingehängt, das läuft da hinten. Und jetzt hängt es wieder aus. Wie kommen wir denn auf die anderen? Irgendwie kommen wir nur. Wir müssen doch irgendwie die anderen vier auch noch. Ne, es geht irgendwie nur zu dem Dingens hoch. Das ist das da hinten. Da schon wieder so ein Käfer. Da dreht sich jetzt auch was. Das ist das da oben. Das wäre das da unten. Gibt es viele von diesen komischen Viechern. Jetzt läuft die Maschine hier. Das. Oh, ist das schön. Plattform, da kommen wir nicht hoch. Auf jeden Fall dreht sich jetzt schon mal was. Ah, da oben ist die Brücke. Da hoch, da. Da ist ein Fahrstuhl. Da kommen wir nicht hin, da müssten wir wahrscheinlich von da unten irgendwo hochkommen. Jo, da kommen wir jetzt momentan nicht hin. Wir schauen einfach mal weiter. Gehen wir mal wieder zurück. Wir haben ja noch gefühlte 500 andere Wege, die wir noch nicht angeguckt haben. Hier hinten ist nichts. Wir
gehen erstmal hier hin. Da kommen wir nicht hoch. Da ist die Brücke kaputt. Da bleibt nichts anderes übrig als wir gehen hier in den Tempel. Hier kommen wir hoch. Und können hier aber nichts. Nee. Das dachte ich schon. Hier sieht es nämlich genau gleich aus wie am anderen Ende, aber das ist eine andere Plattform. Und hier oben können wir nichts machen. Kein Hebel, kein gar nichts. Okay, wieder zurück. Ein blauer Laser. Okay, die kennen wir ja schon. Hier haben wir sowas. Nee, keine Ahnung, was das ist. Nee, roter Laser. Das ist der rote Laser da. Hier haben wir eine Karte. Sie sind hier. Oder so. Keine Ahnung, was uns die Karte sagen will. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier wieder so einen Teleporter. Den benutzen wir jetzt mal noch nicht. Zum roten Laser kommen wir nicht hin. Wir gucken erstmal noch hier drüben, ob wir hier noch irgendwas finden. Da kommen wir nicht hin. Nee. Ja, dann vielleicht doch das Ding hier mal benutzen und gucken, wo wir hier hinkommen. Ich guck mal schnell auf die Uhr. Ladebildschirm. Das ist doch die Hütte hier. Die kennen wir doch, hier waren wir schon. Aber wieso ist hier jetzt plötzlich dieser Teleporter? Der war vorhin nicht hier. Ach, hä? Komisch. Nun gut, wir gehen mal zurück. Ja, die erste neue Welt richtig entdeckt. Die ersten Maschinen haben wir erfolgreich angeschmissen. Was sie machen, weiß ich nicht. Was wir da tun müssen, weiß ich auch nicht. Ich werde mal noch die anderen Wege erkunden und schauen, wo wir weiterkommen. Wir können uns auf jeden Fall zwischen den Welten jetzt mit diesen Dingern hin und her teleportieren. Ja, mir hat es euch gefallen. Ich finde, die neue Welt gefällt mir sehr, sehr gut im Vergleich zur ersten Welt. Macht optisch einiges hier, ist riesig und boah, ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, was uns noch erwartet und vor allem, wie viel Content das Spiel noch zu bieten hat. Ich habe keine Ahnung, wo wir momentan sind, ob wir
die ersten 20% erledigt haben, ob wir schon bei 60% sind oder kurz vor Ende, was ich mir nicht vorstellen kann, aber wir werden es noch rausfinden. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, schreibt mir in die Kommentare, subscribe für meinen Channel und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Teil von Abduction wieder. Bis dann, euer Mello.